Hallo und herzlich willkommen zurück bei Godus. Beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen unsere Siedlung vergrößert, hier auf diesem Festland, und dieses Event freigeschaltet, das fürchterlich nervt mit diesem, ja, Geblinke und Getöne. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich wollte auch noch meinen, naja, Dorfnamen, Siedlungsnamen umbenennen. Und sammelt derweil diese vielen Glaubenspunkte ein. Hui, viele. Und ich nenne es jetzt einfach mal, vorausgesetzt, ich kann es irgendwie ändern. Hallo, Oasis. Weil für mich sieht das hier so ein bisschen aus wie eine Oase, wo aber noch zu wenig Grünzeug ist, aber sehr viel Wasser und sehr viel Sand. Und naja, vielleicht bilde ich mir es auch nur ein. Dann nutze ich noch schnell die Zeit, um die Sachen einzusammeln. Und dann widmen wir uns dem Event. Schöne Musik. Ich habe keine Ahnung, wie komplex es wird. Es soll noch nicht sehr einfach, noch nicht so schwer sein. Aber ich bin mal optimistisch, dass wir das ohne Probleme schaffen werden. Jetzt habe ich schon draufgeklickt, aber egal. Ja, diese Events sind so ein bisschen ausgelegt. Das wirkt so ein bisschen wie eine Online-Lobby. Hier am Rand spricht eine uns unbekannte Person in Form eines Bots und tut so, als würde sie jetzt gleich gegen uns kämpfen wollen. Und diese Events sind auch, ja, Duelle. Ja, schön. Und wir haben hier mehrere Events. Die wäre wahrscheinlich dann Hilfe. Ja, sehr, sehr schön. Die wir eine nach dem anderen dann ausführen müssen. Und mal schauen. 4 Minuten. Was ist das? Achtmal, viermal. Das raffe ich jetzt nicht so ganz. Ich lasse es jetzt einfach mal so, weil ich keine Ahnung habe, was es macht. Ja, jedenfalls müssen wir eben. Das sind unsere Gegner. Muss ich mal den Ton etwas leiser schalten. Das sind unsere Gegner und die müssen wir ausschalten. Und das ist unsere Startzeit oder unsere Startposition. Und es funktioniert jetzt genauso wie vorhin auch. Das heißt, wir müssen Land schaffen, wir müssen unsere Siedlung möglichst schnell vergrößern. Und so wie ich das sehe, haben wir nicht so viel Zeit. So, aufschütten und gleich die Leute rausschicken. Glauben sammeln. Ja, und na, warum geht das nicht weg? Bin ich außerhalb der Reichweite oder so? Wie ihr seht, die Zeit ist viel schneller. Also die sind viel schneller bereit. Sie bauen viel schneller. Wir kriegen auch viel schneller hier Glaubenspunkte, so dass wir uns recht schnell ausbreiten können. Das ist auch der Sinn der Sache, weil sonst würde es einfach viel zu lange dauern. Und wenn ich es schaffen würde, da irgendwie drauf zu klicken. Das Tolle ist, hier müssen wir uns nicht drum scheren, wie es ausschaut. Wir hacken einfach alles weg. So, das möchte ich jetzt dann doch irgendwann mal weghaben. Und ja, hoffen, dass wir uns dann möglichst schnell ausreichend vergrößern. Sind das auch? Das sind auch eine Ebene, genau. Machen wir auch weg. Und hier oben ebenso. So, dann haben wir oben noch 8 Minuten eingezeichnet. Wir vergrößern uns mehr. Und irgendwie müssen wir dann auch mal hier hoch. Haben wir auch die Totems hier? Sehr schön. Dann setze ich mal hier oben ein Totem hin, damit da auch jemand hochwandert. Falls der da überhaupt hochkommt, das ist die andere Frage. Machen wir ein paar mehr Stufen rein. Jetzt läuft da ganz außen rum, das ist ihm wohl noch zu steil. So. Der baut da oben jetzt weiter und dann können wir uns da auch noch ausbreiten.
So. Hier Häuser weg. Häuser, Bäume. Und das machen wir auch noch weg. Da passt da nämlich auch noch ein bisschen was hin. Ja, und nachher müssen wir dann eben unsere Leute, zumindest soweit ich bisher richtig informiert bin, zum Gegner schicken und die idealerweise auslöschen. Das wäre dann ganz praktisch. Na? Egal. Und naja, der Zeitdruck, der macht es dann halt nicht einfacher. So, jetzt sollte der da oben mittlerweile fertig sein. Ach so, nee, macht ihr nicht. Dann deaktivieren wir das mal und jetzt bauen die hoffentlich dieses Häuschen. Einer baut das Häuschen, das ist gut. Und wir bereiten hier das Land noch ein bisschen weiter auf, dass wir ganz viele Leute hier haben. Ja, und ich vermute mal, dass so später auch Online-Battles aussehen sollen, anstatt dass uns halt am Anfang ein Bot mit einem in einem Chat begrüßt, was ich ja von der Idee her eigentlich ganz witzig finde, sprechen wir dann mit echten Gegnern und dass es hier so schnell geht, ist natürlich für Online-Spiele relativ praktisch. Na, warum kann ich das jetzt nicht ausschütten? Geht doch. So. Der ist auch schon fertig und hier unten kann ich mich jetzt gerade nicht mehr so wirklich ausbreiten. Doch, hier geht's noch. Das schütten wir auch noch auf. Ja, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen da hinten hin. Das ist gut. Dann können die nämlich eigentlich dann hier unten lang gehen. Dann greifen wir von oben und von unten an. Und langsam sollten wir uns darum kümmern, dass wir mal angreifen, denn wir haben jetzt nur noch 5 Minuten Zeit und ich habe keine Ahnung, wie lange diese Kämpfe dauern. Und deshalb probieren wir das jetzt gleich einfach mal aus. Ich meine, was soll schon schief gehen? Notfalls müssen wir die Mission nochmal machen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß wirklich nicht, wie es geht. Das ist dann natürlich etwas ungünstig. Ja. Vielleicht muss ich irgendwie mich doch da vorarbeiten zu denen hin. Ich merke schon, das wird schon wieder so ein Fail. Und eben nichts funktioniert. Breitet euch aus, schneller. Also ein bisschen stressig ist es natürlich schon, ja. Das ist nämlich dann nicht mehr so dieses gemütlich bauen und abwarten, was passiert, sondern naja, Zeitdruck halt, ne? Na, schütz auf. Die Roten greifen jetzt nicht an. Das an sich ja ganz gut. Wie greife ich die an? Also wir haben sehr, sehr viele Leute, das sehen wir ja hier. Länger drauf drücken vielleicht. Oder das Totem da hinsetzen. Probieren wir es mal so aus. Die sollen da mal runterlaufen und dann schauen wir, ob das so funktioniert mit dem Totem. Ich glaube, Glaubenspunkte haben wir genug. Wenn ich es jetzt deaktiviere, aber dann habe ich ja auch nur 4, gell? Ist ja auch irgendwie nicht der Sinn der Sache. Und angreifen tun sie auch nicht. Gut, jetzt bin ich ein wenig überfragt. Muss ich so nah ranbauen, dass sie dann da angreifen wollen? Kann ich einfach die Häuser zerstören? Na, das geht nicht.
Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Sehr eigenartig. Muss ich das Totem vielleicht auf ein Haus setzen, was ich mir nicht vorstellen kann? Probieren wir mal den Finger auf Gott aus. Haha, okay, dann machen wir halt das Ganze mit dem Finger auf Gott. Denn damit kann ich alle möglichen Sachen zerstören, auch unsere eigenen Sachen. Das ist eigentlich ganz praktisch für den Umbau, wenn wir mal wieder größere Häuser haben. Aber in dem Fall finde ich es auch ganz praktisch. Vor allem, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und jedes Mal, wenn man ihn eben auswählt, dann hat man eben einige Sekunden Zeit und kann damit in dieser Zeit machen, was ich will. Und in dem Fall zerstöre ich mal die gegnerischen Häuser. Und die sollen nicht neu aufbauen. So. Und jetzt müssten die bitte noch ganz schnell sterben. Das wäre ganz toll. Klingt ein bisschen makaber. Das ist ja mein Häuschen. Und jetzt kann ich hier auf dem gegnerischen Land rumbauen, was mir nichts mehr bringt. Ich muss nur darauf achten, dass die keine Häuser mehr bauen. Dann sollte ich es eigentlich schon haben. Vorausgesetzt, die gehen irgendwann mal kaputt. Was sie bitte bald machen. Die sollen nicht noch. Achso, das sind meine. Oder? Ne, das sind. Nicht aufbauen. Auch nicht da hinten. Das darf nur ich. Ich glaube, mein. Das funktioniert nicht. Vor allem nicht rechtzeitig. Obwohl, sie sitzen jetzt schon alle. Es wird jetzt sehr eng. Wir haben noch 20 Sekunden. Aber das wird nichts. Aber lustig ist es, muss ich schon zugeben. Das gefällt mir. So, haben wir jetzt gewonnen? Okay, wir haben gewonnen. Wir müssen nur die größere Population haben. Ja gut, das hatten wir ja sowieso. Ich muss mich mal doch wirklich informieren, wie man angreifen kann. Ich weiß, dass man angreifen kann, aber irgendwie hat das jetzt nicht so ganz funktioniert. Und dafür haben wir jetzt eine Karte bekommen, denke ich mal. Wild Man, dieser rothaarige Anhänger, ja, schließt sich uns an und er lebt aber gerne isoliert. Okay, oh, noch mehr. Filz haben wir noch bekommen. Na? Plaster, da muss ich mal ganz schnell übersetzen, was das ist. Plaster. Gips, das ist Gips. Okay, dann können wir wahrscheinlich bald Gipshäuser bauen. Richtig. Das ist schön, da fehlt nicht mehr so viel. Und einen Kalender. Das ist auch ganz praktisch. Keine Ahnung, was uns das bringt. Und da haben wir Animalfelle, also Tierfelle wahrscheinlich, die wir schon verwenden können. Gut, das war doch gar nicht so schlecht. Also wir haben zumindest die ganz klar größere Population gehabt. Das heißt, man kann es auch gewinnen, indem man nicht nur kämpft. Das ist ja eigentlich ganz vorteilhaft. Gut, jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt hier weiter? Wir könnten mal wieder ein Event machen, das heben wir uns aber fürs nächste Mal auf, denke ich. Und stattdessen, was machen wir denn? Haben wir jetzt hier noch irgendwo so ein ganz altes Häuschen rumstehen? Ich glaube nicht, wir haben ja alles umgebaut. Das ist nämlich der Vorteil beim Finger, vom Finger Gottes. Das möchte ich euch mal schnell präsentieren. Ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen Platz. Zuvor hatten wir eben sehr, sehr viel Mühe gehabt, alle Häuser wieder abzureißen. Und
dass sie sich eben neu aufbauen. Und der Vorteil ist jetzt, wir können einfach den Finger von Gottes einsetzen und dieses Häuschen abreißen. Und schon haben wir, wie kriege ich den wieder weg? So, schon haben wir mehr Platz und können die Häuser ersetzen. Und das ist eigentlich ganz praktisch, weil ja, dann haben wir nicht mehr, dann können wir die Häuser nämlich auch einzeln eben abreißen und die Leutchen bauen sie dann einfach neu und gut ist. Und genauso können wir auch die Häuser, die hier so am Rand sind, ein bisschen vergrößern. Das machen wir jetzt einfach nochmal. Ich mache es erstmal ein bisschen seitlich, damit noch ein bisschen mehr Platz, Zeit ist zum Abreißen. Und dann muss ich die Steine entfernen und schon passt da ein großes Häuschen hin, das dann hoffentlich auch noch direkt dann angebunden wird. Und das ist dann sehr praktisch. Mir gefällt es wirklich, dass die jetzt hier alle so rumlaufen. Jetzt ist die Frage, warum kann ich denn hier niemanden auswählen? Da muss ich hier hinklicken. Ah, okay, verstehe. Also alles, was wir zuvor immer mit den Häusern interagiert haben, können wir jetzt über die Siedlung machen. Nicht nur die Punkte einsammeln, sondern auch ja, Personen auswählen, um eben zum Beispiel hier zu bauen. Praktisch. So, dann haben wir ja gesagt, wir bräuchten, ja, es wäre sehr vorteilhaft, wenn wir noch eine Siedlung bauen. Die ist sehr, sehr teuer geworden. 7.500 kostet die zweite. Das könnten wir hier machen. Ich bin aber eher davon überzeugt, dass wir das da hinten auf dem Festland machen sollten, weil hier einfach mehr Expansionsmöglichkeit ist, beziehungsweise es sieht einfach auch schöner aus. Und deshalb bauen wir jetzt einfach mal noch eine Siedlung hin und ich hoffe, dass das hier sehr gut hinpasst, ohne dass es mir zu viel kaputt macht. Puh. Damit haben wir unsere zweite Siedlung. Und auch diese Häuser werden jetzt größer. Und diesmal habe ich auch schon einen Namen, vorausgesetzt, ich kann es eintippen. Diese Siedlung nennen wir Eden. So, und jetzt können wir hier eigentlich auch mal austesten, ob diese Straßen auch über die verschiedenen Plattformen gehen. Da passt ganz gut hin. Dann sind hier schön viele dann angeschlossen, der wahrscheinlich nicht. Ja, das mit den Wegen gefällt mir sehr gut. Die Steine hacke ich mal weg. Die gefallen mir irgendwie nicht da mitten im Wald. Und ja, jetzt könnten wir uns weiter. Naja, eine Land Expansion wäre langsam mal wieder ganz praktisch. Denn wir haben jetzt hier wirklich langsam Platzprobleme. So. Und ja, ich will diesen Wald irgendwie nicht abholzen. Der ist ganz nett, den finde ich da eigentlich ganz toll. Aber ich fürchte, es wird uns nicht viel bringen. Jetzt ist die Frage, wann kriegen wir die Land Expansion? Wenn dieser Balken hier wieder voll ist? Dann müssen wir nicht viel machen, weil die sich ja jetzt hier munter vermehren, weil sie jetzt größere Häuser haben. Tja, der einzige Bewohner ohne Straße. Traurig, traurig. Und naja, der ist auch nicht angebunden, oder? Ist auch zu weit weg. Schade eigentlich. So ein Waldweg. Ja, dann ist eine große Frage, was wir jetzt machen. Ich schaue jetzt erstmal, was die nächste Siedlung kostet. 10.000, ja, die werden teuer. Aber es geht. Das heißt, wir können uns hier auf alle Fälle auch noch eine Siedlung leisten. Die Frage, machen wir das gleich? Ja, warum denn nicht, oder? Dann machen wir das hier ein bisschen breiter. Das wird jetzt lustig, weil wir jetzt hier ins Wasser bauen müssen ein bisschen. Okay, das geht, glaube ich, ganz gut. Wir haben sehr, sehr viele Glaubenspunkte gerade. Und
Dann erhöhen wir die gleich hier auch noch ein bisschen. Natürlich hast du auch wieder die Frage, machen wir es so, dass es so angrenzend ist, also dass die hier mit ausgestattet werden mit dieser zweiten Siedlung? Oder orientieren wir uns lieber dahinter? Aber ich denke, wenn wir es hier hinbauen, so hier hin, dann müsste das ganz gut aussehen. Und ich baue jetzt erstmal ein Totem dahin. Wo ist es? Da, Place Totem. Dass die mal dahin gehen. Die dürfen mal ausziehen. Das wird jetzt wieder so kurzzeitiges Chaos wahrscheinlich verursachen, aber kann ich jetzt nichts ändern. Na, komm schon. Oh, wir haben eine neue Karte bekommen. Ich glaube, das ist eine Land Expansion. Ich nehme die mal schnell an. Sehr gut. Also, wenn diese Anzeige hier oben links voll ist, dann kriegen wir mehr Land. Und das lasse ich jetzt mal so, diese Häuser. Nein, bleib stehen. Weil das finde ich eigentlich ganz nett. Außerdem, wie gesagt, wir wollten ja eh testen, wie das so funktioniert mit den Stufen, ob die Wege auch über die Stufen gehen. Das ist dann ein gutes Beispiel dafür. Also wir merken schon, wir müssen unser Land so weit optimieren, dass wir unsere Bevölkerung ja vergrößern können. Und gleichzeitig aber, also es ist schon ein bisschen taktisch, strategisch, man muss ein bisschen planen, was man machen will, was man machen kann vor allem. So, und ich fürchte, da gehen mal wieder ein paar Leute drauf. Das ist halt ein bisschen, das finde ich ein bisschen schade bisher an dem Spiel, dass ja, wenn man ein bisschen was umgestaltet, dass direkt immer die Leute eigentlich da einem wegsterben. Und das finde ich sehr, sehr schade. Weil das will ich ja als Gott eigentlich eher nicht. So, das noch erhöhen. Das kleine Häuschen muss auch noch weg. Aufstehen. So, und jetzt haben wir das Problem, dass wir ganz viele kleine Häuser haben, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und deshalb kommt jetzt hier wieder, nee, nicht die Siedlung, sondern der Finger Gottes und macht die temporär mal wieder weg. Da kommen jetzt Steine hin. Das heißt, die bauen auch nicht gleich neu. Hoffe ich. Ja, irgendwie schon. Klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, besser. Das muss auch mal weg. Ich mache jetzt hier alles voll mit den Steinen, weil dann kann ich selber bestimmen, wann sie wo was hinbauen. So, und jetzt machen wir die Steine wieder langsam weg. Das muss auch weg. Und jetzt passen da ganz viele große Häuser hin. Hoffe ich. Da eher nicht. Da passt noch eins hin. Und da irgendwie auch noch. Gut. Und da irgendwie auch noch. Irgendwie. Komm schon. So,
Gut, lauter große Häuser. Und jetzt deaktivieren wir das Totem, damit die wieder weglaufen und was bauen. Und wir bauen noch die Siedlung. Jetzt ist die Frage eben, wie, wohin. Jetzt merken wir uns mal so etwa die Reichweite von dieser Siedlung. Da passen so 1, 2, 3, 4, 5 Häuser hin. 3, 4, 5. Also muss die Siedlung eigentlich hier hin, oder? Vielleicht noch einen Tick rüber. Da bin ich immer so genau und exakt. Ich will immer, dass es. Vielleicht passt sie genau hier rein. Das wäre ganz toll. Anscheinend nicht. Click to place. Muss ich dann dieses Gebäude abreißen? Ja. So, dann schauen wir mal, wie weit es reicht. Es wird eng. Der geht noch, der nicht. Der auch nicht. Ja gut, dann sind da halt ein paar kleine dabei und in die Richtung. Okay, das war eine blöde Idee, weil jetzt die Diamanten ins Spiel kommen. Das ist ja dreckig. Also die Diamanten, davon kriegen wir ja hoffentlich noch ein paar. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie. Wir können jetzt nur weitere Siedlungen bauen, indem wir Diamanten ausgeben. Das ist doch bekloppt. Das macht schon etwas schwieriger, ne? Gut, dann bedeutet das, wir müssen auch diese Siedlung ein bisschen ja, rentabler machen. Also sprich, wir müssen das hier so ein bisschen ausbeulen, diese Landzunge. Und ich wollte ja mal testen, wie das jetzt mit den Stufen ist. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich baue jetzt hier mal so einen temporären kleinen Berg hin. Da. Ganz schön zäh. So, und ich glaube, mit dem Finger Gottes kann ich ein bisschen Land auf bauen oder auch nicht. Manchmal. Kann ich jetzt nicht einfach eine neue Ebene oben drauf setzen? Das ist ja bekloppt. Kann es nur verformen, aber nicht eine neue Ebene hinzufügen. Aber gut, hier sehen wir ja, die Straßen gehen da runter. Das heißt, das funktioniert. Aber das gefällt mir gar nicht, weil ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass ich hier einfach ja, so frei bin und das Land auch frei gestalten kann. Das kommt dann später noch. Beautify, verschönern. Sehr viele Waffen, die man später wahrscheinlich eher gegen die anderen Völker anwenden sollte. Tja, das ist ja blöde. Gut, hilft nichts. Also entweder geht's irgendwie und ich habe noch nicht rausgefunden, wie. Ich glaube, ich kann mittlerweile wieder ein paar Glaubenspunkte einsammeln, die wir mal wieder bitter nötig haben. Und ich fange jetzt mal hier an, ein bisschen den Meeresboden aufzuheben. Das verbraucht jetzt sehr viele Glaubenspunkte. Also, wir sind ja jetzt schon wieder am Ende der Folge angelangt und ich bin mir sehr sicher, dass ich das Spiel erstmal wieder ein bisschen weiterlaufen lasse, damit wir viele Glaubenspunkte haben, weil ich fürchte, wir brauchen ja einiges. Und vielleicht informiere ich mich dann doch nochmal, wie ich am besten Land erhöhen kann, beziehungsweise wenn es überhaupt geht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das überhaupt nicht geht. Weil ich hätte mir schon
vorgestellt. Also wenn ich jetzt mal hier hochgehe, hier haben wir ja so richtig schön hohe Berge. Und ich habe mir schon vorgestellt, dass ich so richtig schöne Schluchten ziehen kann. Natürlich kann ich das hier machen. Ich kann einfach die Ebenen Schicht für Schicht abtragen. Aber ich hätte jetzt schon erwartet, dass ich das hier auch machen kann. Also, dass ich nicht erst eine Ebene brauche, die ich dahin ziehen muss. Und ja, es wird schon so gehen, aber wie umständlich wäre das denn? Also, naja, gut, jetzt mache ich diese eine Ebene noch. Vielleicht sollte ich das generell rund um die Inseln so machen, weil da sieht das Wasser so schön hellblau aus, wie in der Karibik. Und ja, damit verabschiede ich mich einmal wieder von euch und hoffe, euch hat diese doch etwas verwirrende Episode gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir wieder mit Gottes weiterspielen und unsere Bevölkerung weiterentwickeln. Somit fülle ich noch die letzten Löcher hier und bedanke mich und sag schon mal bis zum nächsten Mal.